Willkommen zu meinem ersten Video. Ich war die Woche ein bisschen krank und ich hatte zuvor auch noch ein paar Probleme mit den Aufnahmegeräten, mit denen ich dachte, dass ich die Videos mache. Jetzt mache ich es einfach mal mit dem Smartphone, um überhaupt mal anzufangen. Eure Frage war, warum ich dort daran den Weg zeigen will, damit umzugehen und nicht an dem Sprachfehler selbst kämpfen. Den Sprachfehler selbst ganz zu beseitigen, wird im Erwachsenenalter, denke ich, nicht mehr möglich sein. Man wird immer Stotterer sein. Der eine macht es halt ein bisschen besser, der andere macht es halt ein bisschen schlechter. Und von daher denke ich einfach, dass es besser ist, den Leuten den Weg zu zeigen, damit umzugehen. Denn ich war halt auch schon auf vielen Seminaren, wo es nur um den Sprachfehler ging und dabei ist mir halt aufgefallen, dass es schon sehr viele Leute gibt, die ein sehr großes Problem mit dem Stottern haben und deswegen halt auch sehr schüchtern sind und zurückhaltend und sehr wenig sozialen Kontakt haben. Bei mir war es früher so ähnlich. Ich hatte große Probleme und habe mir mal einen Kopf drüber gemacht und habe jetzt aber einen Weg gefunden, damit umzugehen, auch ein paar Vorteile daraus zu ziehen und ich denke, dass ich jetzt einen sehr guten Umgang damit habe. Ich habe wenig bis gar keine Probleme damit, dass ich stottere und den Weg, den ich gegangen will ich jetzt auch den 800.000 Stotterern in Deutschland jetzt erstmal auch dann zeigen, dass sie so einen ähnlichen Weg gehen können wie ich und einen besseren Umgang damit haben. Und dafür werde ich jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahre immer mal wieder ein Video machen, was für Dinge ich gemacht habe und ein paar Tipps und so weiter und ich hoffe auf diesem Weg viele Betroffene zu erreichen und denen auch zu helfen. So, also dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.